Reifenbeck wohl einen leichteren Gegner für seine Gerersdorfer gewünscht. Spital mit fast optimaler Chancenauswertung. 5 Möglichkeiten, 3 Tore. Jedes 2:0 durch Kapitän Freisecker. Den ersten Treffer hat Pichler erzielt. Nach einem Putzer-Elfer vollendet Freisecker mit dem 3:1 in der zweiten Hälfte einen Doppelpack. Weidinger verkürzt noch, aber das Nachtfalkendebüt als Gerersdorf-Trainer endet mit einer 2:3 Niederlage. Hans Krankl, was reizt Sie an der Aufgabe Gerersdorf? Ja, es reizt mich, die Mannschaft zu verbessern. Wir wollen uns von der Position in der Tabelle her verbessern und dazu bedarf es viel Arbeit. Ich bin 4 Wochen in Gerersdorf, das geht nicht von heute auf morgen. Die Mannschaft ist sehr willig im Training, sehr begeistert, auch im Spiel. Und sie hat eine sehr gute Einstellung und wir werden versuchen, unsere Position zu Woran leiden Rotnasen bei Schnupfen?